Ein packendes Spitzenspiel zwischen dem GRK und dem SV Thondach Kleinstetten endet sehr eng mit 0:0. Einer der Garanten, der bei uns hinten die 0 steht, bist du. Patrick, wirst du das Spiel so von hinten beobachtet und erlebt? Also ich glaube mal, dass das eine ganz gute Partie war in der Oberliga. Ein offener Schlagabtausch, es ist hin und her gegangen. Es haben beide Mannschaften wirklich gut gespielt und es war ein sehr intensives Spiel. Aber ich glaube, wir haben das richtig gut gemacht auch und der Punkt geht auf jeden Fall in Ordnung. Ein Wort zu den Gegnern, doch eine tolle Kulisse, eine Mannschaft, die sich nicht versteckt hat, oder? Nein, also ich glaube einmal, gegen uns versteckt sich sowieso niemand. Da probiert jeder alles aus, was geht. Und ja, super Einzelspieler drin und die stehen nicht umsonst hinter uns an zweiter Stelle, ja. Nächste Woche ein großer Schlager, ein entscheidendes Match gegen den SV Rebenland. Ist man da nervös? Kribbelt es da vor dem Spiel? Es kribbelt natürlich ein bisschen, das ist ganz klar im Fußball. Man freut sich, man geht am Freitag am Abend hin, hat eine super geile Stimmung, geile Fans im Hintergrund, die feiern die an 90 Minuten. Letzte Woche haben wir gespielt gegen... Ja, jemanden, der gegen uns verloren hat. Groß-Klein haben wir gespielt, die Fans waren ein Wahnsinn, die haben uns beim Aufwärmen schon voll angefeiert und das ist einfach ein Wahnsinn für jeden Fußballer. Toi, toi, toi für nächste Woche. Ich sag danke, macht's das gut. Jochen und Gernot, die beiden Trainer der Mannschaften, stehen neben mir. Gleich die Frage an euch beide, wie habt ihr dieses Spiel erlebt? Ja, ich finde, es war ein typisches Spitzenspiel. Genau das, was die Zuschauer vielleicht auch erwartet haben. Leider sind keine Tore gefallen, aber ich glaube, so ein klassisches Spiel mit dementsprechend Torchancen auf beiden Seiten haben wir da in Kleinstetten noch nie gesehen. Gernot, wie schaut es bei dir aus? Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, eigentlich wie immer. Wir wollten schauen, dass wir einfach da das so machen, dass wir zum Schluss am letzten Spieltag die Chance haben in der eigenen Hand. Und ja, es waren Chancenhüben wie drüben. Beide hätten sie entscheiden können. Zum Schluss sind wir natürlich froh, dass das so ist. Und ja, jetzt haben wir am Freitag ein Spiel gegen Rebenland. Es wird schwer genug. Wir werden schauen, dass wir gut regenerieren und alle Kräfte mobilisieren. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich habe in diesem Spiel so viele graue Haare bekommen und es war so nervlich anspannend. Wie ist denn das, wenn man aus der Coaching-Zone nicht raus kann, nicht rein kann, nicht helfen kann und mit seinen Jungs mitfiebert? Ja, genau, das macht es aber als das Trainergeschäft aus, dass man da trotzdem Tipps geben kann und wenn die Spieler das auch aufnehmen können, dann merkt man, dass der Trainer eine gute Position hat und ja, das macht das Fußballgeschäft einfach aus und das Trainergeschäft. Es ist schon natürlich nervig, weil kleinere Sachen immer wieder verbessert werden können oder wo man glaubt, wäre es so besser gegangen, aber jeder hat einmal Fußball gespielt, jeder weiß, dass man Fehler macht und ja, wenn man nie Fehler macht, geht dann jedes Spiel 0-0 aus und heute war es eben abhängig natürlich nur von den Torchancen, die wir und der GRK nicht genutzt haben. Gernot, wie geht es deinen Nerven? Meine Nerven geht sehr gut, ja. Es bleibt ja immer nur ein Spiel. Ja. Das muss man immer voraussehen, auch, dass man sagt, egal wie es ausgeht. Ja. Genauso der Jochen, genauso ich, wir stehen immer hinter unserer Mannschaft. Und trotzdem, egal ob man gewinnt oder verliert, am nächsten Tag dreht sich die Welt trotzdem weiter. Ja. Und deswegen, es ist das schönste Spiel der Welt und das heißt zu genießen. Eine Runde haben wir noch. Beide Mannschaften haben die Chance auf den Titel. Wer wird Meister? Ja, die Karten liegen beim GRK, das ist ganz klar. Wir können das aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Aber wir werden trotzdem natürlich unser Bestes geben gegen den SV Strass. Und dann schauen wir, was Rebenland, unsere Nachbarn in Graz, machen können. Wie siehst du das? Ja, er hat alles gesagt. Also von dem her, wir haben es in der eigenen Hand. Rebenland hat in den letzten Wochen auch wieder einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich die 3 Punkte behalten. Ja. Und dann schauen wir. Deswegen heißt es Freitag 18.30 Uhr alle nach Graz-Weinzödel und den GRK anfeuern. Danke euch. Alles Gute. Dankeschön. Danke dir.